Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Wir suchen heute mal einen neuen Auftrag für uns. Wir waren ja das letzte Mal hier in Kayenta oben. Na gut, hier gibt es nicht so viel. Von Kayenta nach Gallup, New Mexico. Oder vielleicht von Holbrook. Ich würde jetzt einfach so weit fahren, dass wir immer von da, wo wir den Auftrag abgeben, dann von da weitergehen. Deshalb würde ich jetzt Kalkstein nehmen. BHP nach Newmont. Kayenta, Arizona nach Gallup, New Mexico. Und gleich mal erst wieder den Sitz einstellen. So. Kurz mal von außen schauen, wie es aussieht. Drive safe. Einen kleinen, oder besser gesagt kurzen Auflieger mit zwei Achsen. Einmal Kalkstein. Und wir müssen einmal hier nach links. Und dann raus. Diesmal auch wieder in der Nacht. Ja, das ist sogar der gleiche Ort, wo wir vorher die andere Fracht hier abgegeben haben. Eigentlich 151 Meilen, 2 Stunden 47. Get ready to turn left. Sollte drin liegen. Ist ja nicht allzu viel weiter von als die anderen Aufträge. Ich habe übrigens nochmal versucht, bei den Einstellungen hier bei OBS was zu ändern, damit die Farben ein bisschen anders aussehen. Vielleicht sieht man es oder vielleicht auch nicht. Sieht immer noch ziemlich anders aus als bei mir. Aber vielleicht ein bisschen besser. Get ready to turn right. Turn right. Four corners. Was auch immer das ist. Werden wir vielleicht erfahren, wenn wir hier weiterfahren oder auch nicht. Mal schauen. Keep right. Wir sind eine Wiegestation aufsuchen. Natürlich. Ist ja klar. Rerouting. Bisher hatten wir immer nur Pech, was das angeht.
75.000 Pfund. Vielen Dank für die Kooperation und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob mir mittlerweile irgendwie überladen sein könnte, dass da vielleicht mal was auftaucht, wenn man zu schwer ist. Ich weiß bloß, wenn man, glaube ich, zu viel Schaden am LKW hat und man über eine Wiegestation muss, gibt es, glaube ich, auch eine Strafe. Ansonsten weiß ich das nicht. Fort Corners Monument. Das Einzige, was ich jetzt gerade auch merke, es gibt ja hier eigentlich beim ETS wie auch ATS Strecken, die man aufdecken kann, aber wenn man natürlich die X, also die Weltgrenzenmarkierung ausstellt, weiß man gar nicht, ob man die Straßen hineinfahren kann oder nicht. Ich bin nur gerade bei diesem Weg hier links aufgefahren, der da war. Weil sonst würde man vielleicht dann in eine unsichtbare Mauer fahren. Oder man kann dann eben doch die Straße weiterfahren. Müssen wir uns mal ein bisschen darauf achten, ob wir irgendwo was finden, was vielleicht eine Abkürzung sein könnte. Langsam wird es auch wieder Tag. Sehr schön. Natürlich wird es wieder rot. Turn right. Hast du schon angeschrieben, Gallup? Oder wie auch immer man das ausspricht. Weitergehen. Die Landschaften im ATS finde ich schon ziemlich nice gestaltet. Im Euro Truck Simulator gibt es zwar auch mittlerweile schöne Landschaften und DLCs, vor allem Norwegen oben finde ich sowieso immer schön. Auch Spanien ist mittlerweile sehr cool oder Italien. Aber da gibt es noch viel mehr zum Entdecken als hier. So glaube ich zumindest. Weil hier gibt es mittlerweile auch ziemlich viel Streckennetz, was dazu kam. Ich weiß gar nicht, wie das im Verhältnis steht zusammen.
zum ETS 2. Wir hier fahren, dann machen wir das doch auch. Schön, die Lorraine hier drüben. Diese Wüstenlandschaft. Und dann mittendrin ein von Highway. Ungefähr so hat es auch in meinen Filmen manchmal ausgesehen. Und dann gibt es auch dann gab es auch ein paar Mal so wie Sandstürme, die über die Fahrbahn wehten. Weil es eben so flach ist und so ziemlich fest gewindet hat. Das sah ziemlich cool aus. Sieht man auch nicht alle Tage sowas. Aber hier wird es auch schon mit ein bisschen grün, ne, wie es aussieht. Auch sehr interessant. Schön, dass wir einfach alle rechts überholen. Aber in Amerika gibt es eigentlich keine Gesetze, die das unterbieten. Schweiz ist es ja mittlerweile auch erlaubt eigentlich, dass man rechts vorbeifahren darf. Einfach nicht zum Überholen. Also sprich, man fährt vorbei und dann schert man vor ihm hinein. Das wäre dann wieder verboten, aber einfach so rechts vorbeifahren darf man mittlerweile auch. Was ich ziemlich gut finde, weil manchmal gibt es halt nicht solche Vollidioten, die einfach die linke Spur besetzen oder die mittlere und langsamer sind als man selbst und dann geht es gar nicht anders. Go straight. Gallop. Oh shit! Ich habe ihn noch gesehen im Augenwinkel. Dann zieht er einfach durch. Sehr schön. Unser erster. War das unser erster Unfall? Ja, ich glaube. Naja. Schön vor dem Bus noch durchgezogen. Alter. Nice. Naja. Ein 1% Schaden am LKW. So, solange es nicht die Ladung ist, ist alles gut. Denn das zählt, was Geld bringt. Die LKW-Reparatur wird ja übernommen, von daher. Und jetzt macht das krank. Jetzt macht die Ambulanz da hinten noch einen Unfall. Im Bus. Er hat gerade ein bisschen die Kreuzung gerickt. No wait, ich bin falsch.
muss die erste ist erst nee erst Deutsch. Ich muss die nächste erst links abbiegen so. War jetzt aber so ein richtig typischer Unfall. Oh, komm. Glück gehabt. Ah, noch gelb. Das ist ein richtig typischer Unfall, der bei Kreuzungen entstehen kann. Man sieht nicht, ob etwas kommt und man zieht trotzdem einfach Vollgas raus. Wie dieser Mercedes-Fahrer gerade. Get ready to turn right. Sehr schön. Turn right. Lustig. So, wenn man das symbolisieren soll. Get ready to turn right. Einmal hier rechts und dann gleich wieder links. Turn right. Turn left and then keep left. We're here. Right on time. Ja, das sieht so aus. Irgendwie hier links von diesem Hügel. Ah. Da müssen wir rückwärts rein. Könnte gleich ein cooles Bild geben, wenn der Zug da durchfährt. Das gibt doch mal ein schönes Thumbnail. Alright, dann parken wir mal ein. Aber das muss ja gerade sein, dass ich dachte, das könnte vielleicht gut aussehen. Wieder der Aufregung ein bisschen kürzer, das heißt, er steuert sich ein bisschen anders als erwartet, wie ich jetzt schon feststelle. Nicht zu viel einlenken, sonst kommt man mit dem Truck nicht runter und verpasst den Scheitelpunkt. Jetzt zum Beispiel. Aber jetzt ist es eigentlich nur noch gerade rückwärts. Und dann hätten wir es. Zwar auf der Linie, aber es sollte trotzdem passen. Yes. So, da sind wir und geben den Auftrag ab.
Schulterblick nicht vergessen, Sammler von Unternehmen. Zwar nur 1500 Dollar, aber trotzdem Levelaufstieg. Wie ein Meister, platziere einen Auflehrer erfolgreich. Zerbrechliche Pracht. Diese Fähigkeit erlaubt es dir, zerbrechliche Pracht wie zum Beispiel Glas, Elektrogeräte oder empfindliche Maschinen mit folgenden Boni zu transportieren. 5% höhere Vergütung und 22% mehr Erfahrung nehmen wir. Heute habe ich jetzt 2 genommen. Ah, ups. Ich hatte 2 Punkte. Ach ne, ich hab's falsch. Egal. Dann halt hier mehr Vergütung. Naja. Okay, das war von der Bank. Für mehr Kredite brauchen wir vorerst nicht. Dann würde ich sagen, war's das schon wieder mit dem American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.